Guten Morgen und herzlich willkommen zum Football Manager 2019. Wir surfen auf der Erfolgswelle, haben beim letzten Mal gegen Lotte gewonnen. Auch wenn unsere Leistungen immer schlechter werden, unsere Siege immer glücklicher. Nach dem Sieg in Uerdingen haben wir auch gegen Lotte nicht so gut gespielt. Nicht so erfolgreich waren meine Versuche, wie die Codierung runterzuschalten. Ich habe ein paar Einstellungen verändert. Mal gucken, ob sich das auszahlt. Ich habe die Kantenglättung ein bisschen runtergeschalten. Sollte hier kein großes Problem darstellen, weil es das Spiel ja schon macht. Mal gucken, ob es wieder ein Problem mit der Codierung gibt. So, Lars Bender fällt aus. Naja, gut. Ich höre dann auch gegen Ende der Hinrunde mal so Leute, die weitlich scheitern, so die zweite Mannschaft stecken, damit sie eindeutig sehen, dass sie hier keine Perspektive mehr haben. Ich bin jetzt auswärts beim Mittagsteiger bei den Löwen. Es geht um den 10. Sieg in Folge. Schon sensationell. Das letzte Mal 10 Siege in Folge, wenn ich mich erinnern kann, hatte Wolfsburg in der Bundesliga, wo sie Meister geworden sind. Dann sind sie nach Cottbus gefahren und haben sie verloren. 2:0. Trotzdem Meister geworden. Frühstück wieder nebenbei. Arbeiten muss und auch Privatleben hat, schafft man sonst nicht so häufig zum Aufnehmen. Man Zeiten, wenn man sonst extra freischaufeln müsste. Angler ist wieder glücklich, lacht mein Herz. Moment, hatte ich da Haken aus bei aktuellen Zukunftsänderungen, wenn es eng ist. Okay. Er baut natürlich ab. Ich muss gucken, ob ich ihn behalte. Trifft zwar in letzter Zeit gut, aber in der Tiefe im Mittelfeld, wo die Spieler oft dran zweifeln, die werden wir in der Winterpause beheben. Das geht fest. Löwen der Sheriff im Deck, aha. Löwen der Sheriff im Deck, das könnte man falsch verstehen. Aufzügen Löwen Länderspielpause. Das testen wir mal gegen Oberlausitz und Gersdorf. Taktik eingestellt. Ja. Ja, der Große wird natürlich nicht als Stoßstürmer agieren, das ist schon klar. Der Trainer ist wieder kurz vorm Auswurf. Wir haben sie gegen Münster mal gewonnen. Da waren wir wahrscheinlich wieder ein bisschen sicherer am Sattel, jetzt haben sie wieder verloren. Schon wackelt der Stuhl. Und das war ein Außenverteidiger, schon 6 Tore hat. Also der spielt auch im offensiven Mittelfeld, okay. Zentralen Mittelfeld. Das ist ja verrückt. Wenn man Drittligisten, für den sie 300.000 Euro zahlen können. Wir haben gar nicht so viel Geld. Insgesamt. Wir können die 300.000 für gar keinen Spieler. Nicht für einen einzelnen Spieler ausgeben, vor allen Dingen nicht für alle zusammen. So. Bringt der Scout-Bericht über die Löwen. Hier. Haben wir uns ja beim letzten Mal schon angeguckt, oder? Ja, das sagt mir was, ja.
Punkte vor Platz 4. Vor der unteren Tabelle sind wir 18 Punkte. Zika trainiert wieder super. Das Geißler beim letzten Mal. Ne, das war nicht der, der debütiert hat. Könnte ich aber auch mal eine Chance geben, die Werte sind gar nicht so schlecht. Der andere Geißler debütiert. Niklas Geißler. Quatsch, Felix Geißler. Also direkt mit dem Tor. Fans sind gar nicht so zufrieden. Okay. Wir können ja mal gucken, in die Zufriedenheit. Abschneiden sehr zufrieden, ist mir schon klar. Erste Runde ausscheiden, Erwartung erfüllt. Perfekt. Seien Sie sich bitte bewusst, dass wir Sie im unwahrscheinlichen Fall des Abstiegs des Feindes nicht halten werden können. Das liegt auch allein daran. Und da hat der dritten Liga nicht simuliert und ich denke mal, darum geht es auch. Das kommt nicht derzeit. Sollte ich mir voll geräumt. Jetzt geht's ums 10. Ich bin auch bewusst, dass es schwer wird, mich rauszuschmeißen. Ich kann auch ganz schnell. Ich kann noch im Laufe der Saison noch, vielleicht noch hier sitzen und rumjammern, wie schlecht doch alles ist. Dass dieses Team noch überhaupt nichts kann. Die letzten beiden Wochen waren schon ein bisschen schwieriger. Noch in Würzburg, zweite Halbzeit. Aber wichtig, dass wir danach trotzdem jeweils zu 0 weiter gewonnen haben. Der Lauf wird bald enden, habe ich ein Gefühl. Nicht vollständig genesen. Du warst für verletzt gewesen? Das stimmt, der hatte ich noch unter der Woche. Du warst noch in der Reha-Phase. Wenn in der Reha-Phase spielt heute nicht. Keine langfristigen Risiken eingehen. Machen wir halt mal wieder ran.
kann das aber auch. Ich tausche. Mal verlängert, der darf auch gleich mal zeigen. Die haben also nicht wieder fit. Stein, Matuvila, ja, die bleiben einfach gleich mal da, die sind formstark. Ja, der Hose bleibt draußen. Wenn ich hier Akku aufstelle, kann ich Kruse aufstellen. Wo es dann auch gut ist. Dann wäre auch okay. Marcello dahinter. Niklas Geißler setzt sich auf die Bank. Und damit Felix Geißler. Tim Kruse natürlich auch. Okay. Probieren wir es mal mit Sané so heute. Ich zicker da eigentlich ganz raus, wollte ich gar nicht. Hier gab es eine Graudenz auf die Bank. Zwei eingewechselt, zwei U23 Spieler in der Stadt, vier auf der Bank. Jetzt bekommt der andere Geißler noch sein Bundesliga-Debüt. Reicht. Reicht aber auch nicht. Das war ein Surprise. Mölders ist kopfballstark, muss man aufpassen heute. Jetzt gehen wir nochmal schnell die Formkurve der Löwen an. Sieger, eine Niederlage. Wollte mein Gegner, der nicht gerade zu weit unten steht, gehen wir mal gegen ihn spielen. Der im Formtief ist. Und mit Lex und Sidan Kurt haben die eine erste bis zweite Liga taugliche Außenbahn. Sieht man, wie schon wieder geschlafen wird, Matuvila. Guten Morgen. Nur den haben wir früh ein Tor nach einer Ecke geschossen und haben wir verteidigt. Ja, jetzt ein langer Ball.
Streli Mama dieses Jahr. Unglaublich abschlussschwach. Ärgert mich. Lange Ball von wer sieht und Mama dann leider wartet ewig. Jetzt fangen wir zu Konter. Glück schießt er gleich. Ja, Mama wartet zu lange und dann ist der Weg zu kurz. Schwitz. So, nee, sie hat aber flinke Füße. Die Löwen bespielen unsere großen Lücken heute aber auch stark. Langer Ball wieder. Jetzt ist er drin. Es waren Jahrhunderte nicht mehr in Rückstand. Ja, wir haben uns auskontern lassen. Einer mit dem langen Ball auf Mölders, Mölders direkt weiter. Markus Zierers hat ihn ja. Wieder wird der Ball weggeschickt, das kann nicht wahr sein. Duvila. Lang auf Mölders sollte man grundsätzlich verbieten. Abseits. Kein Abseits. Mamba macht ihn. Die Mamba ist wieder da. Super Ball von mir, sieht wieder an. Diesmal macht Mamba ihn. Manchmal kann Fußball doch ganz leicht sein. Wo werden unsere Abwehrfehler aber auch nicht besser. Auswärts nach langer Zeit mal wieder ein Tor kassiert. Was ist denn das? Holzhaus aus der Distanz. Ein Glückszufallstor, was wir mitnehmen. Der Rechtsverteidiger aus zentraler Position. Der Linksverteidiger aus zentraler Position mit rechts. What the fuck? Hier sind Löwen verunsichert. Löcher im Mittelfeld. Super Ball. Oh, wer sieht. Scheitert an Bonn. Schade. Los, Jungs, nehmt Momentum mit, macht noch eins. Los, Momentum gibt es ja hier nicht, im Gegensatz zu dem wie bei NFL. Der Gegner gerade halb platt ist. Und dieses unglaubliche Tor von Holthaus. Wollen wir uns nochmal angucken. Ist der denn Rechtsfuß? Ich glaube, der ist Linksfuß, oder? Linksfuß, naja, dafür war es nicht schlecht. Ob der Ritti noch ein Tor schießt, zerfriert er die Hölle zu. Obwohl Mama hat auch getroffen. Erste Mal in dieser Saison auf dem Spieler raus.
Jetzt haben wir mal wieder 5 Minuten, wo wenig passiert ist. Nach dem 2-1 war wirklich die Hölle los hier. Das hört so ganz anders als beim letzten Mal. Im letzten Auswärtsspiel, wo so wenig passiert ist. Spektakel ist eigentlich dieses Jahr nicht unseres. Eher kontrolliert und wenn ein Team enttäuscht ist, ist die Sache durch. Meistens zumindest. Unentschieden gibt es bei uns auch nicht. Kann der den Distanzschüsse, wenn wir da aufpassen sollen? Geht. Leute, ich dachte, Standardtore haben wir verboten. Indirekter Freistoß aus der Tiefe. Mauersfall kommt frei zum Kopfball. Was heißt frei? Er setzt sich einfach durch. Er ist auch 5 Köpfe größer als alle anderen. 1,94, wie groß? Ärgerlich. Die Halbzeitführung wegschenken. Wieder Mama frei durch. Und Mama macht ihn erneut. Wie einfach ist denn, wie schlecht ist das denn vor den Löwen verteidigt? Immer wieder lange Bälle, Mama ist durch. Das war ganz einfach. Einwurf. Simpler langer Ball, Mama läuft weg. Dann macht er ihn. Das ist aber auch katastrophal verteidigt von Löwen. Das ist das dritte oder vierte Mal, dass Mama jetzt da durch ist. Und nur mit der Abwehr bin ich nicht so verstanden. Nicht so einverstanden. Das war weniger gut. Abgesehen von den Toren, aber defensiv behalten. Fast so miserabel wie bei den Löwen. Machen wir erstmal weiter. Bitte retief. Zieh den Finger aus dem Po. Fallen wir uns ja mehr Tore als den letzten Auswärtsspielen zusammen. Na gut, wenn er da durchläuft, dann machen wir wieder frei durch. Bitte nur einer auf dem Torwart und nicht zu dritt. Was das denn? Komm, langer Ball. Genau. Das klappt aber auch immer heute. Und Mamba macht ihn im Nachschuss. Was machen denn die Löwen? Das ist ja mit Ansage. Natürlich der lange Ball, das klappt auch immer wieder. Mamba lauert. Man sieht, dass er nicht der Nervenstärkste ist, wenn ich sehe, wie der schon wieder verballert hat, den ersten. Und im Nachschuss macht er ihn auch heute. Viertes Tor, viertes Saisontor.
gerade mit langen Bällen zu operieren, ist wirklich gut. So, wenn wir das andere Spieltaktik, mit der wir zu Hause spielen, hätten, hätten wir keine langen Bälle mit drin. Oder rennt den am Ball vorbei, Holthaus. Verteidigung von Standards ist heute nicht gut. Wieder kommt einer zum Kopfball. Und Marcelo trifft. Oder Eigentor, wie auch immer. Eigentor. Hätte da ruhig mal für Marcelo gelten lassen können. 2 zu 5. Leider zählt es als Eigentor, ich hätte Marcelo gerne das erste Tor gegönnt, da fehlt nur noch Viteriti, nachdem bei Mama es heute geklappt hat. Da spielt es auf Konter. Das Geisler bekommt sein Bundesliga-Debüt. Starzow kommt für Baude. Weiter geht's. Was als Bundesliga-Debüt? Ja. In der dritten Liga. Ja, den stehen nicht mehr, nicht mehr so offensiv, sonst wäre der lange Ball wahrscheinlich wieder sehr gefährlich geworden. So, da aber wieder langer Ball. Und auch Geisler. War arrogant. Wieder langer Ball, der klappt. Der Youngster will lupfen. Oh, das war schön. Das war schon der Dauerbeschuss. Ja, die Löwen nicht noch ein Tor schießen lassen, sonst wollen die es bestimmt noch mal wissen. Ich gehe jetzt noch mal Tankgeber ranzukommen. Das Spiel ist heute so ganz anders als die letzten beiden Auswärtsspiele, die wir jeweils 1-0 gewonnen haben. Surreal mit den langen Bällen, die immer wieder durchgehen. Wenn wir 3 Tore nach diesem Muster schießen. Und der nächste lange Ball geht durch. Aber allein noch weiter flog ich mal, macht die Abwehr von denen mit. Wir steuern auf den 10. Sieg in Folge zu. Das ist mal ganz anders läuft als sonst, aber das ist egal.
Wir machen ein bisschen weiter. Wie wir auf Konter umgestellt haben, haben wir jetzt nicht mehr so viele Chancen, auch wenn Geister noch ein, zwei Mal eigentlich vom Tor war, die aber auch nicht mehr. Das ist keine Großchance. Barsch hält ja alles heute. Also alles, was er halten kann. Unglaubliches Spiel, vor allen Dingen auch von der Abwehrleistung der Löwen her, die dreimal dasselbe Tor fressen im Endeffekt. Ich meine, einmal, zweimal ist ja schon schlimm, aber dreimal. Wusch. Offener Konter. Meine, die haben 24 Chancen, wir 18, aber wir haben 5 klare Torchancen und die eine. Nur noch Vitteritti und Marcello irgendwie mal zu Torschützen noch. Nach der Länderspielpause fahren wir nach Münster. Bei Gegentor haben wir lange nicht mehr gekriegt. Überhaupt erst einmal in der Saison. Zu wenig gezeigt draußen. Ungeschafft bleibt schon unbesiegbar, Hattrick und Torlauf. On fire und über den aber. Zehnte Sieg in Folge. Unglaublich. Wenn eine starke Abwehr und ein kampfstarkes Mittelfeld. Ja, wir haben einen frühen Rückstand weggesteckt. Den Holger ist mit seinem unglaublichen Tor. Indem wir in der 44. den Ausgleich kassieren, gehen wir trotzdem noch vor der Pause in Führung. Direkt danach machen wir das dritte Tor. Wie weit können wir es noch bringen? Ja, das ist eine gute Frage. Schon einfach von Spiel zu Spiel. Das Janka wurde gefeuert. Egal. Das hätte Zicker aus die Offenbarung der dritten Liga, bin das nicht ich. Schon 39 Punkte, noch 2 Siege. Wir können das Saisonziel Klassenerhalt abhaken.
Braunschweig wird dann auch nochmal interessant. Münster, Braunschweig, Jena. Um 8 Punkte Vorsprung vom 2. und 3. Wir werden wohl Herbstmeister. Nach 3 aufstehenden Spielen. Dann sind dann noch die ersten beiden Spiele der Rückrunde. In Wiesbaden und zu Hause gegen Lautern. Spiele noch kommen ja nicht leicht. Und welche Spiele sind das schon? Regierung überlastet, okay, wird weiter an das Problem. Gut, hat er nicht. Ist das normal nicht gewonnen, aber einmal gescored, dann dreifach. Wichtig war, das hat aus dem Spiel rausgekommen. Die Abwehr hat es ihm aber auch wirklich sehr leicht gemacht. Eigentlich wissen wir, wenn wir weiter offensiv gespielt hätten, ob das vielleicht noch zwei, dreimal geklappt hätte. Vielleicht noch zwei Tore mehr geschossen. Straightway nicht bekommst, weil es so nicht gut genug. Die letzten Niederlagen sind schon sehr lange her. Unentschieden kennen wir gar nicht. Diese wäre also auch eine Option für die 6, habe ich gerade gemerkt. Gut zu wissen, ich werde das mal trainieren lassen. Eine gute Mannschaftsleistung. Entschuldigung. Die Mama war natürlich perfekt. Wir hatten noch in unserer Unfähigkeit ein bisschen Glück. Wie gesagt, Mama, das 4-2. Wohin der Abfaller nochmal vor die Füße wird, den er reinmacht. Beim 5-2 der abgefüllte Schuss dann in den Pfosten geht und rein. Der wichtigste Faktor war die Schwäche von Lindl.
auch mal bei Cottbus, glaube ich, mal die Kramen. Ja. Jetzt sind sie halbwegs im Mittelfeld. Der war nochmal bei Dynamo, oder? Genau. Also Testspiel gegen den Viertligisten, muss man sich verstecken. War ich wieder in der 11. der Woche. Zeigt in den letzten Wochen wirklich starke Leistung. Und widerlegt damit meine Idee, dass ich einen anderen Torwart brauche. Nee, wie hast du gespielt? Alter Kaffee hier. 0-0 gegen die Dominikanische Republik. Hermann ist wieder da. Das Spielchen kann der Co-Trainer machen. Check out guys on Bushins, get the same procedure as every week session. Sagt die Zeit. Läuft der Vertrag auch aus? Der läuft ja gar nicht aus. Heul doch nicht rum.
Vielleicht bringen wir es noch hinter uns. Nehmen einfach nur die bösen Szenen uns angucken. Dann können wir nächstes Mal schneller weitermachen mit den Pflichtspielen. Würde ich auch schenken. Aber nicht. Der letzten ersten Pause, der vorletzten. Haben wir das Tiki-Taka-System gegen Niskis erste Mal probiert. Seitdem haben wir auswärts 5-mal gewonnen. So schlecht kann es nicht sein. Immer noch nicht glauben, 10 Siege in Folge. 10. Das ist eine zweistellige Zahl. Unglaublich. Duell auf den Beinen bleiben. Weißt du, das Spiel einmal zu erkämpfen, auf den Beinen zu bleiben. Wie gut, dass der Manager mir solche Tipps gibt. Jetzt aber wirklich ganz schön lange mittlerweile. Ja, das dauert mir zu lange, dann machen wir es gegen der Gerstorf doch beim nächsten Mal. Wollen aber gleich noch die Aufstellung machen. Danach fahren wir nach Münster. Ich spiele aber gegen der Gerstorf nicht im Urlaub, sondern selbst coachen. Kann ich mal dafür sorgen, dass die Spieler spielen, die spielen sollten. Jetzt ein Jago zum Beispiel. Ja. Das machen wir mal lieber. Der kann es besser. Noch jemand lacking auf Spielpraxis? Philipp Knechtle natürlich. Und Frau Dent. Kann man ja mal noch wechseln.
Mama spielt nicht. Wenn es echt Verteidiger machen, ist ja gut, dass man, dann musst du das mal trainieren. Du übst das mal und damit beenden wir auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, 10. Sieg in Folge. Beim nächsten Mal Testspiel gegen Neugersdorf und dann hoffentlich noch das Spiel in Münster. Danach kommt der Tabellenzweite Braunschweig zu uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.